Eisbärenstarke Grüße und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Session, einer weiteren Folge von Digimon Survive. Freut mich, dass ihr wieder den Weg hierhin gefunden habt. Wir sind immer noch im Stream. Nachdem wir eine kurze Pause gemacht haben, gehen wir jetzt vielleicht, ich gehe davon aus, ins Grande Finale. Nachdem AOI das letzte Mal ja schon sehr durchgedreht ist und mit Labramon zu Plutomon digitiert ist und die Weltherrschaft an sich reißen will. Ja, aber hallo Minoru. Das war die ganze Zeit direkt vor unserer Nase. Ich hatte keine Ahnung, dass das hier ist. Ja, ich auch nicht. Wenn der Meister Miyuki und Aoi hier wirklich drin sind, war es das wohl? Zitter. Minoru, zitterst du etwa? Na und? Hier ist es unheimlich und kalt. Nicht, dass ich wegrennen will oder so. Ich muss Minoru bestimmt nichts sagen, dass wir hiervor nicht weglaufen können. Aber es könnte ein guter Zeitpunkt sein, ihm etwas Mut zuzusprechen. Da Minoru so auf Superhelden steht, sollte ich sie als Beispiel aufführen. Oder vielleicht helfen ihm ja Schmerzen bei der Konzentration. Es könnte aber auch das Gegenteil von herumalbern helfen. Minoru würde bestimmt mitspielen. Weißt du, auch Helden haben manchmal Angst. Bestimmt gerade in solchen Momenten. Aber sie würden trotzdem weitermachen, oder? Macht das Helden nicht aus? Hehe, du weißt genau Bescheid, Takuma. Du hast echt Ahnung. Du hast recht. Manchmal verlieren selbst Helden den Mut und zittern vor Angst. Aber sie lassen sich nicht beirren. Sie laufen nie davon. Zumindest nicht meine Vorbilder. Sie beruhigen sich, setzen eine mutige Miene auf und machen weiter. Das mache ich auch. Jedenfalls, danke, Takuma. Hm, wieso das denn jetzt? Du hast mich gerade daran erinnert, dass ich nicht wegrennen kann. Weil ich weiß, dass du und die anderen für mich da sind. Hey, mir geht es genauso. Das glaube ich dir sofort. Deshalb ist es so schmerzhaft, dass wir Aoi in ihrer Not nicht beistehen konnten. Ja, wir haben wohl ihr nie das Gefühl gegeben, dass sie mit uns reden kann. Wahrscheinlich haben wir zu viel von ihr erwartet. Sie wirkte immer so gefasst, weißt du? Wie die perfekte Schülerin, aber vielleicht hat sie das auch zu sehr unter Druck gesetzt. Wenn sie dachte, immer perfekt sein zu müssen, hat sich bestimmt einiges in ihr angestaut. Sie konnte uns nicht zeigen, wie es wirklich in ihr aussieht. Ja, genau. Ein paar Dinge hat sie bestimmt nicht einmal Saki gesagt. Weißt du, wenn du es so sagst, glaube ich, dass du wohl recht hast. Ich hoffe darauf, dass wir sie diesmal dazu bewegen können, uns ihre Gefühle zu zeigen. Aber dazu müssen wir sie erst wieder zur Vernunft bringen. Du sagst es. Gehen wir einfach weiter. Und sie labern nicht so viel. Oh, es ist echt nervig, dass jeder Twitter-User automatisch die Tweets von Elon Musk sieht. Ist das so? Oder das letzte zum Thema Zombie-Apokalypse ausnahmsweise lustig? Kein Plan, ich habe noch nie einen Tweet von dem gesehen. Ich bin auch ganz froh drum. Oh, geradeaus gehen. In das Ding rein? Das wird ein bisschen eng. Soll ich mit Mio reden? Okay, wir reden jetzt wohl mit jedem nochmal, wa? Geben jetzt nochmal jedem Mut, jedem Kraft. Los geht's. Takuma? Ja, was ist? Also, du meinst wirklich, dass wir wieder zurück nach Hause kommen? Vielleicht? Ich sollte nicht sagen, was Mio wütend macht. Ich würde ihr gerne sagen, dass wir das tun werden und zum Vergnügungspark gehen. Aber weil ich das nicht untermauern kann, würde sie sich nur noch mehr Sorgen machen. Etwas Leichtigkeit würde vielleicht helfen, zum Beispiel eine Münze zu werfen. Und ich sage, wir schaffen das niemals, damit sie mir widerspricht. Ich kann es doch nicht versprechen, dass wir es schaffen, aber bestimmt wird alles gut. Wie wäre das? Wenn wir es zurückschaffen, gehen wir in einen echten Vergnügungspark. Meinst du, du mit mir und meinem Bruder? Genau, und wenn du willst, können wir auch noch Minoru, Aoi und die anderen einladen. Saki, Chuchi, Ryo. Ja, klingt gut. Wir sollten auf jeden Fall in einen Vergnügungspark. Versprochen. Wie, du brichst dein Wort. Das werde ich nicht. Versprochen, Mio. Jedenfalls müssen wir jetzt erst einmal Aoi finden. Danach retten wir Miyuki. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Und alles andere kümmern wir uns danach.
Ja, du hast recht. Wenn wir Aoi nicht finden, sind uns die Hände gebunden. Weißt du, Aoi und du, ihr seid euch ziemlich ähnlich. Echt, meinst du? Ja, immer wenn ich am liebsten nur noch heulen möchte, sagt mir Aoi das Gleiche, dass ich mich aufs Essen konzentrieren oder schlafen gehen soll. Und mir die Sorgen für später aufsparen soll. Dabei war sie immer ganz lieb. Ja, Aoi wollte immer, dass wir klarkommen, egal wie panisch wir waren. Und das, obwohl sie selbst auch ganz schön Angst gehabt haben muss. Sie hat immer auf uns aufgepasst und sich um uns gekümmert. Sie war so lieb, als wäre sie meine große Schwester. Kaito und Minoru meinten, sie müsse ihre wahren Gefühle verheimlicht haben. Aber ihre Güte war bestimmt nicht gespielt. Die kam bestimmt von Herzen. Du hast recht, das stimmt. Das denke ich auch. In diesem Spiel ist das Maul nicht aufmachen und reden eine Seuche. Nun, es ist halt hauptsächlich eine Visual Novel mit Kampfelementen. Da wird halt viel gelabert. Da haben wir schon in den 45 Stunden, die wir das schon spielen, herausgefunden, ne? Heißt das, falls Aois Plan fehlsteckt, übernehmen wir ihren Plan? Also wir wollen den Meister auf jeden Fall in den Arsch treten, so viel ist sicher. Nur ob wir jetzt seine Kraft annehmen und die Weltherrschaft uns unter den Nagel reißen, das müssen wir noch schauen. Das wäre lustig, wenn ich das entscheiden könnte. Das wäre lustig, wenn das ein Ending wäre, dass ich mich einfach gegen die Gruppe wende und sage, ha, jetzt bin ich der Meister. Aber die wichtigen Infos wie, hey, diese gruselige, leer dreinblickendes Mädchen ist meine Schwester und in dieser seltsamen Welt war ich als Kind schon mal und Garurumon kenne ich auch, die kommen nicht. Theoretisch hatten wir die Infos schon, Takuma auch schon. Ich weiß nur nicht, wann das Spiel meinte, nö, die Infos weißt du nicht, ich sag's jetzt einfach nochmal und alle sind überrascht, außer der Spieler. Ja, das muss es sein. Let's go to the mall today. Ich glaube es nicht. Enamon, stimmt was nicht? Die Tür zur nächsten Ebene ist offen. Wer das wohl war? Oder vielmehr, sie wurde zerstört. Wovon redest du? Von einem zerstörten Durchgang. Eigentlich braucht man einen Schlüssel, um zur untersten Ebene zu kommen. Aber es sieht so aus, als hätte jemand die Tür mit Gewalt geöffnet. Moment mal, du meinst also, Plutomon hat dieses Ding aufgerissen? Genauso wie deine Schwester, was? Aoi hat diese massive Tür überwunden? Sie besitzt jetzt genauso unglaubliche Kräfte wie Plutomon. Bestimmt konnte sie das. Dann sind Aoi und Miyuki irgendwo da vorne. Unten. In der Dunkelheit, wo es dunkel ist. Dunkel. Ich schon wieder dieses blöde How I Met Your Mother-Lied. Entschuldigung. Geht mir jetzt sehr stark. Es geht mir überhaupt nicht aus dem Kopf raus. Wir sollten uns beeilen. Also erstmal Dialoge führen. Zum Beispiel über diese wunderschöne Mauer. Das ist eine maurige Mauer. Aus Stein. Seht doch mal, wie maurig diese Mauer ist. Äußerst maurig. Letztes Mal hatten sie gesagt, sie wären mit der Untersuchung noch nicht fertig, aber haben sie noch was anderes herausgefunden? Nein, das war was diese Wandbilder angeht, habe ich leider nichts weiter entdeckt. Ja, das ist ein Koromon. Wie schon gesagt, scheinbar hat eine enorme Kraft zu einer großen Tragödie geführt. Mehr kann ich aus diesem Wandbild nicht erfahren. Und da war auch ein Tokomon rechts. Was ist hiermit? Und das sind die vier Souveränen. Ach, da rechts ist der Phönix. Haben nicht Menschen und Kemonogami gelitten? Nein, es ging um vier götterartige Wesen. Die vier götterartigen Wesen aus den alten Legenden. Dieses Bild enthält Aspekte davon. Der Aufbau wirkt eigenartig. Normalerweise ist der Himmel oben und die Hölle unten. Nein, zu diesem Wandbild kann ich leider auch keine Interpretation anbieten. Guck mal, Tokomon, Tentomon, ein Schaf und da rechts ist auch irgendwas anderes. Keine Ahnung, was das ist.
Genau, und da sind die vier Souveränen. Also der vierte ist da rechts. Was ist da drunter? Palmorn. Ups. Und die anderen beiden erkenne ich nicht. Aber das ist das Palmon. Ah. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Doofes sage. Muss stark bleiben und die Fingerstelle halten. Du meinst wegen Spoiler oder weswegen, Booker? Mit oder ohne Wolle? Kein Plan? Ich habe auch keine Ahnung, ob das wirklich ein Schaf ist oder was das da ist. Keine Ahnung. Ich hätte gerne einmal Döner mit Schaf, ohne Zwiebeln. Entschuldigung, mein Döner ist irgendwie sehr mild. Haben Sie gar kein Gewürz drauf gemacht? Die sagten mit Schaf. Scharf! Ach so. Oh, warte mal, war das Digimon Adventure? Ich will die Tür nochmal sehen! Oh, Takuma, auf den Wänden hier drin gibt es auch jede Menge Zeichnungen. Ja, stimmt, ein weiteres riesiges Bild bedeckt die ganze Wand. Unglaublich, dieses Wandbild ist mir nicht mit nichts zu vergleichen, was ich jemals gesehen habe. Dieser Durchgang führt nach ganz unten, wo Miyuki und der Meister warten. Hoffentlich seid ihr alle bereit dafür. Seid bereit! Und wie? Ich kann es gar nicht erwarten, dem blöden Meister die Fresse zu polieren. Kaito, wir müssen zuerst Aoi wieder zu klarem Verstand bringen und Miyuki retten. Stimmt ja, ich weiß. Jetzt wird es jedenfalls ernst. Wir sind ebenfalls vorbereitet. Wie schwierig es auch werden wird, letztendlich werden wir siegen. Wir werden siegen, glaub daran. Ja, wir sind auf alles gefasst, auch auf das Schlimmste. Hoffen wir das Beste. Wir finden bestimmt einen Weg, das richtig zu beenden. Okay, dann nehmt alle eure Kräfte zusammen und folgt mir. Aber erst möchte ich mir die Wandbilder anschauen. Nein, ich will mir die Tür anschauen. Dieses Wandbild ist wirklich faszinierend. Sind das der Himmel und die Wolken oder ist es irgendein grundlegendes Phänomen? Sieht irgendwie aus wie die Sonne. Die Sonne, ja, das ist also das Licht, das ist vielleicht die Erschaffung der Welt. Wenn das stimmt, dann soll es wohl zeigen, dass die beiden Welten mal eins waren. Die Welten waren mal eins? Schau dir mal das linke Wandbild genauer an. Warte mal, Tentomon, Kurumon, Bukamon? Bukamon! Palmon, Tokumon? Da haben die sich aber sehr bei Digimon Adventure bedient, ne? Oh ja! Das soll wohl zeigen, dass Menschen und Kimonogami einst in derselben Welt gelebt haben. War das nicht, dass jeder Mensch ein Digimon hat? Genau, Digimon Adventure 2, ja. Jeder Mensch hatte einen Digimon-Partner, stimmt. So war das Ende, ja. Und alle frei zwischen den Welten reisen konnten, yep. Da sieht man, dass sie mit einer Art Faden auseinandergebunden zu sein scheinen. Ich glaube, das bedeutet, dass Menschen und Kimonogami sich einst gegenseitig ergänzt haben. Sich ergänzende Wesen, wie meinst du das? Sie waren mal die zwei Hälften derselben Seele. Anders gesagt, sie konnten nicht ohne einander existieren. Ein bisschen so, wie es Agumon und mir jetzt geht. Das würde erklären, warum die Digimon gestorben sind, als ihre Digimon-Partner gestorben sind. Wenn sie dieselbe Seele teilen. Und dann kam Digimon Tri, wo Nili mich gerade gespoilert hat, weil ich das Ende noch nie gesehen habe. Danke, Nili! Aber die Welten wurden getrennt und in unserer glaubt kaum jemand an Kimonogami. Viele Menschen glauben nicht mal an Götter, geschweige denn an Agumon und die anderen. Und wenn ich daran denke, wie gründlich sie vergessen wurden, ist das irgendwie traurig. Früher war die Welt eins. Menschen und Monster teilten sich eine Seele. Wobei ich wahrscheinlich die Montrie schon sehr lange weiter verdrängt hätte. Aber ich wusste tatsächlich nicht, wie es endet. Nee, ich habe die ersten drei geschaut. Und dann hätte ich, glaube ich, nur noch einen Film sehen müssen. Naja.
Die ersten zwei oder drei habe ich geguckt. Können auch nur die ersten zwei gewesen sein. Wenn das das Ideal der Harmonie war, wer war dann für uns seinen Untergang verantwortlich? Nein, das ist kaum von Belang. Menschen sind für die Kraft eines Gottes zu zerbrechlich. Professor? Oh, tut mir leid, alles gut. Ich fürchte, ich ergehe mir hier in Spekulation. Weitere Interpretationen habe ich leider erst einmal nicht. Gehen wir weiter. Nee, yeah, alles gut, Nili. Man hätte ahnen können, dass ich das geguckt hätte, weil es auch schon so alt ist. Ist alles gut. Ich werde es wahrscheinlich in einem halben Jahr sowieso wieder vergessen haben. Geht klar, Takuma. Hä? Stimmt. Geht klar, Takuma. Stimmt. Jede Diskussion ist weird. Ich bin bereit. Mir ist egal, was uns dort erwartet. Wie er das sagt. Liegt das etwa daran, dass er weiß, dass wir letztlich gegen Aoi kämpfen müssen? Ich meine, ich bin darauf vorbereitet, um unsere Welt zu retten und heimzukehren. Müssen wir verhindern, dass Aoi und Miyuki tötet. Aber ich frage mich, sollte es tatsächlich so weit kommen, kann ich dann das Nötige tun? Meinst du damit, du würdest sogar gegen Aoi kämpfen, wenn es sein muss? Ja, das meine ich. Ich hoffe zwar, dass es nicht so weit kommt, aber... Sollte es so sein, muss ich Mio beschützen. Und euch natürlich auch. Auch. Das geht mir genauso. Ich wünschte, ich wäre ihr eine bessere Hilfe gewesen, bevor es hierzu kam. Du warst Aoi eine große Hilfe, Kaito. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ich war überhaupt keine Hilfe. Saki war die Einzige, die etwas für Aoi tun konnte. Aoi hat immer gesagt, sie wolle wie Saki sein, weißt du? Sie wollte so stark wie Saki sein. Bestimmt ist ihr dieser Wunsch zu Kopf gestiegen. Ich meine, wie blöd kann man sein? Aoi wirkt auf mich immer mega stark. Ja, fand ich auch. Und jetzt ist sie auch sehr mega stark. Sie war vielleicht nicht so direkt wie Saki und weniger impulsiv. Aber sie war unsere Anführerin. Sie war unermüdlich, ehrlich und hat keinen aufgegeben. Sie wollte sogar mit unseren Feinden reden. Ich fand immer, dass sie das stark machte. Stimmt doch, oder? Und schau nur, was daraus geworden ist. Ihr Wunsch, alle zu vereinen, ist gar nicht so falsch, weißt du? Ja, für gegenseitiges Verständnis und Mitgefühl zu werben, ist nicht falsch. Das Problem ist nur, dass sie dazu den Meister Miyuki und die Welt vernichtet. Kaito, du bist nutzlos. Können wir jetzt endlich weitergehen? Was war das? Offenbar habe ich eine SMS bekommen, aber das kapiere ich nicht. Wieso jetzt? Ja, wenn ich es mir recht überlege, haben wir lange keine unlesbare SMS mehr bekommen. Weißt du was? Du hast recht. Hey, was zur... Ich glaube, die hier kann ich entziffern. Sag jetzt auch weg, was ist denn da passiert? To Long Didn't Read, der Vergnügungspark wurde vom Nebel eingehüllt. Dann kam ein böses Monster, hat Saki mitgeschleppt. Wir wollten sie von dem Monster wegziehen, aber sie hat dann losgelassen und Saki wurde in den Nebel gezogen. Stimmt, Aoi wurde von einem Monster angegriffen. Saki hat jetzt dazwischen geworfen. Stimmt. Wurde dann reingezogen. Tschüss. Und seitdem dreht Aoi durch. Echt? Mal sehen. Irgendwas mit Mio abholen und ich kaufen? Wow, stimmt. Manches ist immer noch unlesbar, aber es ist schon viel besser geworden. Warum geschieht das? Frag nicht mich. Weil die Welten wahrscheinlich immer näher zusammenrücken. Na, Saki ist tot und Aoi ist mit Labramon gerade zusammen digitiert. Die leben ja noch. Mal gucken, wie lange noch. Huch, eine SMS. Kaito hat gerade eine bekommen. Ja, wie aus dem Nichts. Und sie war nicht mehr so unleserlich. Im Ernst jetzt, was steht denn drin? Dass ich dich abholen und mich kaufen soll? Dann ist sie von Mama? Ich glaube nicht, dass Takuma das sagen sollte.
Wahrscheinlich. Hast du auch eine bekommen? Warte, ich schau gleich mal nach. Wenn Kaito eine bekommen hat, muss ich doch auch... Oh, ich habe keine bekommen. Oh nein, sieht aus, als würde sie gleich weinen. Ich sollte sie aufheitern. Das Beste wäre wohl zu sagen, dass es nur ein seltsamer Zufall war. Aber ich könnte sie auch fragen, ob sie deswegen neidisch ist. Was? Bist du neidisch? Hör mal, das war bestimmt nur ein seltsamer Zufall. Keine Ahnung. Doch wirklich. Weißt du noch, wie die Zeit hier anders vergeht als daheim? Und hey, ich habe auch keine SMS bekommen. Wirklich nicht? Na und nein. Und deshalb solltest du keinen Kopf darum machen, keine bekommen zu haben. Du bist gar nicht Kaitos echte Schwester. Du bist adoptiert. So, jetzt ist es raus. Das ist so ein Mist. Oh nein, gleich fängt sie an zu weinen. Das ist nicht fair. Werde Mama ausschimpfen, wenn wir zurück sind. Die sorgt sich zu sehr um Kaito. Na, immerhin weint sie nicht. Aber anscheinend fühlt sie sich wirklich ausgeschlossen. Mach das. Sag ihr ordentlich die Meinung, wenn du wieder zu Hause bist. Hehe, mach ich. Huch, eine SMS. Weil ich dachte, ich bekomme eh keine lesbare, habe ich mein Handy stumm geschaltet. Oh hey, ich habe auch eine bekommen. Echt jetzt, was steht drin? Du wirst von deinem Bruder abgeholt. Vergess die Milch nicht. Minoru, bist du Kaitos echte Schwester? Du sagst das, als könnte ich sie lesen. Oh, das kann ich sogar. Wusste ich doch. Moment mal, warum ist das keine Überraschung? Weil Kaito auch gerade eine SMS... Warum bist du nicht überrascht? Weil Kaito auch gerade eine SMS bekommen hat, die verständlicher als sonst ist. Ah, oh, aha. Aber ich kapiere nicht, was sich geändert haben soll. Das ist doch nicht etwa ein Zeichen dafür, dass wieder was total Schräges passiert, oder? Oha, Minoru ist ja leicht blass geworden. Nicht gut, er muss bei Verstand sein, wenn wir Plutomon und dem Meister begegnen. Aber im Endeffekt weiß keiner, warum wir plötzlich diese SMS kriegen. Ich habe eine Theorie. Ich muss entweder ehrlich sein oder versuchen, das herunterzuspielen. Hey, ich weiß genauso wenig wie du, was es mit diesem SMS auf sich hat. Klar, ich meine, wieso solltest du das auch? Aber ich lese die Wörter. Bunt. It's just a theory. A game theory. Aber dass wir jetzt besser dass wir sie jetzt besser lesen können als der Streamer unsere Textuntertitel, ist vielleicht ein gutes Zeichen. Das könnte heißen, dass wir besser werden und alles ein gutes Ende nehmen wird. Ja, das muss es sein. Guter Gedanke, Takuma. Jedenfalls sollten alle ihre Handys stumm schalten. Was? Warum? Was, wenn mitten in einem Kampf wenn in einem wichtigen Kampf ein Handy losgeht? Das würde ich total erstaunt sein. Also deshalb, weil sich jemand erschrecken könnte, wenn ein Handy losgeht. Guter Punkt, das machen wir. Keiner darf abgelenkt werden. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Und weißt du was? Ich übernehme das. Ich sage Kaito und Mio Bescheid. Okay. So viel musst du ja nicht mehr Bescheid sagen. Würde total durch was? Was auch nicht, das hat für mich irgendwie auch keinen Sinn in dem Kontext ergeben. Hier sind also Miyuki und der Meister. Ganz schön still hier. Das ist keine normale Stille. Das ist fortgeschrittene Stille. Das ist keine Dunkelheit, das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Sie ist ohrenbetäubend. Sie tut in den Ohren weh. Das verstehe ich nicht. Mein Herz schlägt bis zum Hals und mir wird so mulmig. Als würde mich gleich was Kaltes, Schleimiges am Hals packen. Ah, Inumemon! Das ist schrecklich, das halte ich nicht aus. Ich will doch nur wegrennen. White Noise? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stinkt hier ganz gewaltig. Entschuldigung. Schnauf, Keuch. Mio, was ist mit dir? Keine Ahnung, kriege keine Luft. Oh nein, sie hyperventiliert. Bringen Sie dazu, langsamer zu atmen. Mio, keine Panik. Tief durchatmen. Tief ein. Und wieder ausatmen.
Okay. Robbe, das ist meisterhafte Stille. Sama! Das musst du doch erkennen, Entschuldigung. Ja, der Tentakel-Action hier, das Spiel ist nicht ab 18. Schlapper. Nein! Das erinnert mich an meine Noise-Canceling-Ohrhörer, die erzeugen auch so eine Art Geräusch. Wenn aber gleichzeitig nicht. Was? Dass man aber gleichzeitig nicht hören kann. Das kann auch auf die Ohren drücken. Ich verstehe ungefähr, was du meinst. Müssten meine Kopfhörer auch haben, die ich habe von JBL. Wenn du die anhast, dann haben die so ein ganz unangenehmes Rauschen, was kein Rauschen ist, aber dich trotzdem stört. Ich weiß genau, was du meinst. Warum hyperventiliert Mio auf einmal? Wahrscheinlich wegen der erdrückenden Atmosphäre hier. Wobei das wohl nicht der einzige Grund ist. Wie meinst du das? Guck mal hinter euch. Takuma, ich mag es hier nicht. Mir ist übel. Ich bin sicher, dass sie ein Haufen Schergen des Meisters waren. Aber ich spüre sie nicht. Hier muss etwas ganz Schreckliches passiert sein. Agumon den anderen scheint es ja auch nicht zu gefallen. Wahrscheinlich hat Plutomon hier alles platt gemacht und wir stehen in ganz viel Datenmüll. Hm? Hey, da drüben. Ist das nicht Miyuki? Was? Huch, Miyuki! Miyuki, alles okay. Sie sieht erschöpft aus. Wir müssen sie schnell retten. Oho. Oh, ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Oho. Huch. Was zur... Aoimon! Aoimon! Ihr kommt früher als erwartet. Aus dem Weg, gib mir Miyuki zurück! Denkst du wirklich, ich würde sie einfach so herausrücken? Miyuki, mach die Augen auf! Bitte, du musst aufwachen! Was ist hier los? Was ist hier nur los? Kann sie uns nicht hören? Schluss mit dem Herumgeschreie. Bitte seid endlich leise. Was ist das? Diese böse Aura fühlt sich immer... Hat sie den Meister wirklich schon besiegt? Fühlt sich noch schlimmer an als vorher. Bilde ich mir das nur ein? Hör mal, Aoimon. Takuma nicht, bleib von ihr weg. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Was geht hier vor? Ich kapiere das nicht. Wo liegt das Problem? Der Meister hat... Ist das der Meister, der mit uns redet? Ich spüre die Anwesenheit zahlloser Feinde von Plutomon ausgehen. Diese Gegenwart, sind das die Kinsuku des Meisters? Warum spüre ich sie in Plutomon? Das verstehe ich nicht. Was bedeutet das, dass sie absorbiert hat, was er schon die ganze Zeit gesagt hat? Er hat schon die ganze Zeit gesagt, sie will alles absorbieren. Ja. Ganz einfach. Ich habe alle Feinde absorbiert, die hier waren. Geist, Körper und Seele. Ich habe sie komplett absorbiert und nun sind wir eins. Was? Du hast also alle Kensuku des Meisters absorbiert und bist mit ihnen verschmolzen? Das ist grauenvoll. Geist, Körper und Seele von ihnen zu absorbieren bedeutet ihre absolute Auslöschung. Ihre Seelen kehren nie zurück. Sie hat sie vernichtet. Das erklärt sie. Diese unheimliche Stille, diese vollkommen Seelenlosigkeit. Miyukis ausbleibende Reaktion. Plutomon,